Never judge a book by its cover. Was so viel heißt, dass man nie aufgrund von Äußerlichkeiten beurteilen oder verurteilen soll. Denn wer weiß, was sich hinter einer unscheinbaren Fassade alles verbirgt. Der Schein trügt. Was von außen aussieht wie ein Gemischtwarenladen zu Großmutters Zeiten, ist in Wirklichkeit eine Bar. Genauer ausgedrückt, eine Pop-up-Bar, die nur für einen Monat geöffnet ist. Hinter der Pop-up-Bar mit dem verlockenden Namen Negroni verbirgt sich das Unternehmen Campari. Auf der einen Seite ist Pop-up ein sehr begehrtes Konzept in Zürich, das ein bisschen immer die Neugier unserer Konsumenten irgendwie aufweckt. Auf der anderen Seite wollten wir dieses Pop-up während der Negroni Week machen. Und wir wollten ein Konzept wiedergeben, das ein bisschen dem Prohibitionismus zurückgeht, Speakeasy-Bars und die Formel vom Pop-Up-Bar, die wir natürlich nicht selber betreiben, sondern die wir halt unterstützen. Negroni ist ein Cocktail, der nach einem italienischen Grafen benannt wurde und in den 20er Jahren in Florenz erfunden wurde. Also genau zu jener Zeit, als der Verkauf und Handel von Alkohol in den USA landesweit verboten war. Wegen der Prohibition schossen die sogenannten Flüsterkneipen wie Pilze aus dem Boden. Getarnte Bars, die von außen nicht als solche zu erkennen waren. Diese Geschäfte, diese Bars, diese Outlets, die waren ja geheim versteckt. Und man musste sie rausfinden. Und das bringt natürlich ein bisschen der Faszination bei für die Geschäfte. Und für diese Restaurants und Bars, die natürlich noch begehrter sind, weil sie nicht für jeden zugänglich sind, sondern man muss erstmal rausfinden, wo sie sind und zugelassen werden und reinkommen und da Teil dieser Geschichte sein. Ein Konzept, das Negroni übernommen hat. Denn die genaue Adresse der Pop-Up-Bar ist keinem der Gäste wirklich bekannt. Was während der Zeit der Prohibition illegal seinen Ursprung hat, wird heute clever zu Marketingzwecken eingesetzt. Pop-up-Bars liegen im Trend und das aus einem guten Grund. Es ist einfach einer von den wenigen legalen Wegen, wo man in der Schweiz etwas mit Alkohol machen kann. Und das ist natürlich eine ganz tolle Idee, so wie sie es jetzt hier aufbauen und machen mit dem Negroni. Das finde ich wirklich gut. Ja. Aber es ist allgemein, mit den Baren kann man ein bisschen etwas machen. Es ist halt sehr schwierig, immer in der Schweiz mit Alkoholwerbung etwas zu machen. Das kommt ein bisschen darauf an, wo das ist. Ich glaube, in grösseren Städten und so funktioniert das sicher gut. Aber auf dem Land aussen, wo man das nicht so kennt, wird es schwieriger. Ja, ich finde es sehr, sehr gut, gute Idee. Vor allem eben, es zieht sehr viele Leute an, sei es jetzt nur rein Gastronomen, wie auch Leute, die mal so etwas Neues anschauen wollen. Also Pop-up ist zurzeit sehr, sehr beliebt. Es zieht aber nicht nur Leute an, sondern es zieht auch Leute ab, nämlich Kunden. Was sagen Sie da dazu? Es ist ja nur für einen Monat. Also von dem her dürfen meine Kunden auch gerne mal hier rein schauen. Ein bisschen zwei, drei Sachen gehen. Ja, wie soll ich sagen? Ein bisschen Impressionen sammeln und können ja zu mir kommen und sagen, du könntest das und das noch ändern. Es ist noch eine gute Idee. Konkurrenz beflügelt ja bekanntlich das eigene Geschäft. Zu einem Konzept, das in den 20er Jahren geboren wurde, gehört auch Unterhaltung, die ebenfalls aus dieser Zeit gründet. Unterhaltungstheater der erotischen Art, auch bekannt als Burlesque-Tanz. Diese Show wird jeweils am Freitag und am Samstag geboten.